So, und hier sage ich wieder Hallo und herzlich willkommen wieder bei Tape of Game Sphere. Habe ich es jetzt wirklich geschafft, dass selbst mein Intro jetzt wieder Ton hat. Yay! Ja, ihr könnt euch halt glücklich schätzen. Oder euch. Ich kann mich glücklich schätzen, so gesehen. So, dann reden wir mal mit Lucien, mit unserer Guildenmeisterin und nehmen schon mal die Quest hier an. Und dann kriegen wir natürlich einen Bogen und dann können wir mal gucken, was wir hier nehmen. Handschuhe haben wir schon. Ich glaube, wir nehmen eher das Oberteil. Aber okay. Guildenmeisterin Lucien will, dass du die Grundlagen des Bogenschießens erinnerst. Ah, Shiria. Vorrat. Inzwischen müsstest du mit dem Bogen schon gut vertraut sein. Bevor du weiter übst, möchte ich sicher gehen, dass du dir die Grundlagen des Bogenschießens auch richtig angeeignet hast. Du solltest sehen lernen. Den Blick durch die Landschaft schweifen zu lassen, bedeutet noch nicht sehen zu können. Gezielte Beobachtungen erst ist wahres Sehen. Meine Güte, heute, ne? Ein Waldläufer registriert aufmerksam jedes Detail und prägt sich seine Umgebung ein, damit ihm keine gegnerischen Bewegungen entgeht. Das werden wir heute üben. In der Stadt haben wir zu Übungszwecken einige Zielscheiben aufgestellt. Du sollst sechs davon finden und mit einem gewaltigen Schuss zerstören. Die Trümmer brauchst du nicht aufzuräumen. Das machen wir, wenn wir neue Zielscheiben aufstellen. Also mach dich auf die Suche und wenn du fertig bist, komm wieder zu mir. Jo, natürlich. Gewaltiger Schuss war das, ne? Ja. Dann wollen wir mal. Ja. Zielscheibe. So, ein. Haben wir hier. Nee, da sind zwar auch Zielscheiben, aber nicht die, die wir wirklich brauchen. Das. Ich muss gucken, weil ja, jetzt ist halt so, ne, dass. Ach so, jo, stimmt ja. Neues Begleitspiel. Neue Folge, neues Begleitspiel. Hallo! Oh, die Eris-Puppe, die mag ich. Ja. Ja, wie gesagt, warum ich jetzt Waldläuferin mache, ist einfach, weil, ja, auf dem Account, auf meinem Account, weil das ist ja auch mein Spiel, habe ich zwar Tiere gekauft, andere Sachen. So, und da war ist es halt so, dass ich dann gesagt habe, komm, Abo ja auch. Und ich habe dann, ja, wo jemand sagt, ja, hat ja dann schon angefangen hat zu spielen. Nein. Nicht ganz. Der Grund ist einfach, dass ich die Sachen hatte, halt, weil ich sie gekauft hatte und weil ich ja, und halt weil ich ein sehr langes die Abonnement das auf 3 Monate hatte. Und da hatte ich halt für alle 3 Monate hatte ich dann halt die Sachen bekommen. Das Abo oder das Spiel habe ich seit
Ja, seit wann habe ich das? Ja, ich überlege gerade, seit wann ich das hatte. Ich glaube, letztes Jahr. Und ja. Ich habe dann halt, Tantin, weil das sonst die ganze Zeit versauerte, habe ich ihr dann halt einfach erlaubt. So. Zu testen, sie wollte halt nicht. Ja, und dadurch habe ich halt die Sachen. Naja, egal. Jetzt reden wir weiter mit Lucien. Willkommen zurück. Hast du gelernt, was wahres Sehen bedeutet? Nun, da du deine Aufmerksamkeit an unbeweglichen Zielen geschult hast, kommen wir zum nächsten Schritt, bewegliche Ziele. Und wehrhaft noch dazu. Du sollst in den Nordwald gehen und dort 8 Opo-Opos und 8 Mikroschuss erlegen. Sie zu finden wird diesmal nicht weiter schwierig sein, aber deine Beobachtungsgabe ist dennoch gefordert. Auf andere Weise. Da musst du mitdenken und deine Technik auf den Gegner abstimmen. Mikroschuss werden versuchen, dir mit ihrem Gift zuzusetzen, Opus Opus bereiten ihre Angriffe auf der Entfernung vor. Wenn du die Merkmale und Kampftechniken deiner Gegner kennst, kannst du auch ihre Schwachstellen leicht herausfinden. Du wirst es müssen, wenn du nicht unterliegen willst. Beobachte gut und handle dann, wie es dein Gegner erfordert. Viel Glück, Shiria, Thoras. Weiß, dass du das schaffst. Ja. Okay, in den Nordwald. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt erstmal hier die Klassenquest, bevor wir zur Story gehen. Weil wir wollen ja hier mal nicht so halbnackt hier durch die Gegend rumrennen. Apropos halbnackt. Nein, pass auf. Ich weiß, normalerweise ist gestern nicht wirklich angebracht. So, das weiß ich. Das ist mir von vornherein klar. Mein Problem aber ist nicht, dass gewisse Menschen einfach so machen, was sie wollen. Sagen wir mal so. Sag ich das. Aber extrem scheiße. Sagen wir einfach mal so. Es gibt Nachbarn. Und das kennt ihr bestimmt alle. Ihr habt diese Art von Nachbarn, die man lieber mit dem Kopf in die Toilettenschüssel stecken möchte, als so als Nachbarn. Und zwar habe ich eine Nachbarin, eine Familie. Und glaub mir, die wollt ihr nicht als Nachbarn haben, ganz ehrlich. Die sind zu jeder Zeit laut. Egal wie. Ja, die sind einfach laut. Dann schieben sie die Schuld auf andere statt auf sich. Und ja. Und dann heißt es, wir waren verschieden und hier und da und bla bla bla. So, und sie wohnt lieber mehr. So, und ich bin normalerweise so, die immer leise ist. Ich bin wirklich leise. Selbst jetzt rede ich noch leiser, obwohl ich hier in der Aufzeichnung bin. Und wirklich versuche irgendwie hier zurechtzukommen. So, und diese Familie trampelt
wirklich auf extremste Weise hin. Da, ja, nein, die Türen, ja, als ob, ne, sagen wir mal so, als ob die gar keine Türklinken kennen, ja, was ja immer lustig ist, so, das kein mag, ne, aber es ist wirklich nervig, gerade wenn es mitten in der Nacht passiert, da schlüpft diese Mutter, ne, die, weiß ich nicht, die schreit ihre eigenen Kinder wirklich, sie hat vier Kinder, ich glaube ältere, die ist sie wirklich nur am Anschreien, am Beleidigen, ne? Leute, ganz ehrlich, ich war schon sehr mehrfach oben und habe hier mal Tacheles, aber sie ist schon hirnamputiert, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ne? Aber nee, Leute, das ist etwas, wo ich sage, never. Mit solchen Personen kann man nicht reden. Das ist ja das, was ich sagte, dass man die lieber gerne mit dem Kopf in die Toilettenschüssel stecken will und gut ist, ja. So, wir haben Giftpfeil und Beinschuss. Der Beinschuss ist eine Falle. Ja, Gesicht, ja, Gift. Machen wir das so. Das dann. So, und auf jeden Fall ist sie dann so, dass und Sauberkeit kennt die auch nicht. Also davon mal ab, Sauberkeit. Ja. Auf jeden Fall ist es richtig nervig. Also wisst ihr, solche Nachbarn überhaupt zu haben, ja, die noch nicht mal sauber sind. Das Problem ist, hier achtet der Vermieter wirklich auf Sauberkeit und auch, dass man die Sperrwoche macht. Das Problem ist, sowohl meine Nachbarin oder die Nachbarn im Erdgeschoss, ja, pass auf, im Erdgeschoss, sowohl die über mir machen die Kehrwoche nicht wirklich vernünftig. So, nicht, dass ich jetzt lästern will, ne, aber ich bin eine, die ständig auf Sauberkeit achtet und ich habe halt wirklich ein Problem mit Leuten, die nicht wirklich sauber sein können oder nicht sauber sein wollen. Keine Ahnung. Entweder können sie es nicht oder sie sind wirklich zu dämlich dafür. So, wir reden mal mit Paul Lemont. Paul Lemont, eine Wache bei Itentats Wachturm, ist auf der Suche nach einem Abenteuer, um ein paar verschmutzte Wegweiser säubern zu lassen. Du bist hier, um mir zu helfen, nicht wahr? Nun denn, ich wäre dir dankbar, wenn du einen Auftrag von meiner endlosen Liste übernehmen könntest. Begib dich entlang des Weges nach Westen und reinige zwei der Wegweiser. Ich schwöre bei Nofika, diese Wegweiser sind wahre Schmutzmagneten. Sprich mit Javana Yosi bei den Flüsterheinstallungen. Wenn du damit fertig bist, es wird sie freuen zu hören, dass die Wegweiser wieder sauber sind. Zumindest für eine Weile. Ja, natürlich, kein Problem. Nein, also ich habe gemerkt, wir sind Stufe 6 und diese Viecher sind Stufe 9. Ist doch schon irgendwo ein Kampf da irgendwie, da zurechtzukommen, wobei brauchen die Quests eigentlich für die anderen Klassen. Ich meine, die haben später ja eh genug. Okay, wisst ihr was? Die lassen wir mal aus. Da vorne weg. Hier sind die Stoppmilben, die wir brauchen. Einmal Fischstoß. Das. Die. So, davon brauchen wir auch wieder vier Schattenmilben. Aber wo sind die Kinder denn? Da ist einer, eine Schattenmilbe. So, einmal hier, einmal das. So, hier ist die nächste. Ja, also die sieht sehr aus wie eine Spinne. Aber von der Form her sieht die wirklich aus wie die
wie die Hausstaubmilben. Ja. Und wie gesagt, mit denen kann man wirklich nicht sehen. Das Einzige, was diese Familie wirklich kann, ist, über andere zu lästern und zu behaupten, dazu denken, oh, wir sind gut, wir sind besser und ja, alles klar, so. Wisst ihr, was ich meine, so, wo ihr denkt, Alter, halt einfach mal die Fresse, ja, und schau dich erstmal an, was du wirklich machst, so, bevor du wirklich über andere herabblickst und der Meinung bist, du wärst was Besseres als alle anderen, weil du ja deine Kinder anschreist und hier und da, na, also, egal, wie gesagt, das wollte ich halt euch mal erzählen, was für Nachbarn ich halt hier habe. Und wirklich, wo ich wirklich nur noch wirklich mit dem Kopf schüttel und mir denke, Alter, entweder lasst die Hirn regnen oder Steine. Auf jeden Fall, man trifft immer dieselben. Oder die richtigen, sagen wir mal so. Ja. So, ich glaube, das hier sind hier sogar die richtigen. Laufen. So, und auf jeden Fall ist es einfach so, dass ich genervt bin. Meist bin ich nicht die Einzige. Es ist wirklich auch ein Pole, der sich über, er wohnt über die Familie im Erdgeschoss und selbst er sagt schon, ja, zu uns selber, nee, die sind auch sehr laut, gerade nach, ich habe auch schon den Vermieter angeschrieben, dass die Familie extrem laut sind und sich wirklich nicht an die Regeln halten. Zumal die Familie ja auch Hunde hat und hier in dem Haus leben halt Allergiker. Ist natürlich ein, ne, dabei. Und der Fußabdruck ist voll mit Hundenhaaren. Das wird von denen auf keinster Weise sauber gemacht. Es wirklich, Leute, es stinkt mit, seitdem die beiden wo und hier wohnen, stinkt es echt auf extremster Weise. Und ich meine, ich habe sowas in meinem ganzen Leben nicht erleben müssen. Dass die, das ist wirklich das erste Mal, dass ich sowas erleben muss, was für Familien es gibt, die von Sauberkeit einen Scheißdreck halten. Und ja, soll ich das noch sagen, ne? Ja. Und das ist schon, weiß ich nicht. Fehlen da die Worte? Wieder fehlen mir die Worte oder ich will dazu keine Worte mehr finden, weil ich einfach nur noch angeekelt bin von stell dich einer dem Fade. Oh jo, stimmt. Das hier, Fade steht für Full Active Time Event oder auch fatales Ereignis. Diese öffentlichen Aufträge tauchen periodisch überall in EOSEA auf. Jeder, der gerade vorbeikommt, kann daran teilnehmen, wenn ein Fade in der Nähe stattfindet. Erscheint ein Hinweis auf dem Bildschirm und dessen Ort wird auf der Karte markiert. Die Art des laufenden Fades kann anhand des Karten-Icons identifiziert werden. Wenn du den Cursor über das Icon bewegst, wird der Name des Fades angezeigt. Sobald du in Reichweite des Events bist, nimmst du automatisch daran teil. Fade-Titelziele und verbleibende Zeit werden automatisch in deiner Aufgabenliste angezeigt. Wenn deine derzeitige Stufe mehrere Stufen über der empfohlenen liegt, erscheint die Schaltfläche anpassen.
in deiner Aufgabenliste. Benutze diese Schaltfläche, um deine Stufe automatisch anzupassen, damit du eine Belohnung für die Teilnahme erhältst. So. Ja, das sehe ich hier gerade, wo ich hier gerade auch hin muss, hier diese kleinen Mikro-Fußstufen, und jetzt sind wir jetzt genau in der Nähe eines Fates. Und da. Die mich verpflichtet tatsächlich. Lockt sich. Ja, und ja, es ist halt, weiß ich nicht, ihr könnt mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr solche Leute findet. Also ich finde solche Leute ekelhaft und bei solchen Leuten möchte ich nicht wirklich gerne zu Besuch sein. Weil ich habe keine Lust, wirklich irgendwas immer in der Kasse zu finden, was mit hingehört. Also wirklich von. Ich kann wirklich sehr gehässig sein. Das Problem ist, das hat einfach nur was damit zu tun, was die Leute betrifft, die halt unsauber sind. Ich mag halt keine Unsauberkeit. Also ich kann wirklich sagen, von meiner Wohnung kann ich sogar auf den Boden passen. Ist halt so. Und was heißt leider, ich bin froh drum, dass ich darauf achte. Man darf auch bei mir nicht mit Straßenschuhen reingehen. Das verbiete ich sogar. Und das will ich auch nicht, dass man mit Straßenschuhen reingeht. Jetzt, wenn es der Hausmeister ist oder so, dann ist es ja was anderes. Aber andere müssen ihre Schuhe auch also die Wohnung. Wer das nicht will, der kann sich gerne fassen. Auch wenn die Ausdrucksweise entschuldige ich mich, aber ich bin halt, ja, ich bin aus dem Ruhrpott, ja, und ja, ich bin halt weinend. Ich sag halt so klipp und klar, was jetzt Sache ist und was ich jetzt wirklich denke, so, ne? Und ja. Einen brauchen wir noch, dann haben wir diese Mikro-Sofus fertig. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das richtig in der Bildfläche ist. Was ist das hier eigentlich im Balken? So, und damit sind wir jetzt auch fertig. Das heißt, wir teleportieren uns jetzt noch einen Moment. Nein, wir teleportieren uns noch nicht, weil wir noch hier eine Aufgabe haben. Jo. Warum ich jetzt da nicht die Quests annehme, ist einfach der Grund dafür, dass ich auch die anderen Klassen spiele. Bei der Druidin weiß ich, da gibt es eine Quest, da kriegt man ein Einhorn und da brauche ich die Quest halt noch, weil hier geht man sehr selten Questen und deswegen nimmt man dann einfach einen Charakter oder eine Klasse halt, wo man halt die braucht. Und bei dem Spiel, oh, Entschuldigung, Scheiße, ja, das erkläre ich euch gleich. Es scheint diese Tage immer weniger Bäume zu geben, die Monster für den Nestbau als geeignet betrachten. Aber Reisende entlang des Weges dürften bei den Wegweisern dürften ziemlich überrascht sein, wenn wir den Monstern gestatten, ihren Nachwuchs bei den Wegweisern schlüpfen zu lassen. Vielleicht hilft ein wenig Nissentinktur, um die Bestien fernzuhalten. Ja, aber die nehme ich nicht an. So, ja, wir gehen jetzt unsere Klassenquest ab
Wir geben unsere Klassentests bei der Waldläufergilde ab. So, und was ich jetzt auch dazu sagen wollte, ist, bei diesem Spiel, das ist da auch wirklich das einzigste Spiel, wo du einen Charakter hast und alle Klassen machen kannst. Ja, ihr habt richtig gesehen, weil, seht ihr, hier könnt ihr Gladiator machen, Marodeur, Dunkelritter und Revolverklinge. Das sind halt die Verteidiger, also die Tanks. Dann hier die Heiler, Druide, Gelehrte, Astrologe. Dazu muss ich aber sagen, hier, der Druide wird später zu Weißmagier. Das heißt, man muss hier zwei Klassen machen, um jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal, Waldläufer und meine Waldläuferin, da müsste ich dann später die Faustkämpfer auf 15 bringen und dann kann ich später zur Barde, also als Barde dann ausgebildet werden. Und dann bin ich halt Barde. So, das Gute ist, dass dann das hier, glaube ich, weg ist und dann Barde steht. Also das ist halt diese Jobklassen dann. Du hast hier die normalen Klassen, die Magier, Fernkämpfer, dann hier die Nahkämpfer oder physischen. Also hier haben wir die magischen Fernkämpfer, DDs, die physischen Nahkämpfer, die jetzt die der Maschinist halt mit diesen Pistolen da oder was das da auch ist, oder hier wie ich mit dem Bogen. Der Tänzer, da weiß ich das noch nicht. Und dann hier haben wir die Nahkämpfer hier, das sind alles hier die drei Kategorien sind hier wirklich DDs. Und ja, wir gehen jetzt mal in die Waldläufergilde, geben unsere Quest mal ab. Nee, Leute. Und ja, mal schauen, was die Gute hier für uns hat. Ich hoffe, wir kriegen hier mal einen vernünftigen Oberteil. Weil mit einem nackten Arsch hier rumzurennen, ist nicht gerade, oder Hintern, das ist auch nicht gerade gut. Okay, er hier übertreibt es mal ganz gewaltig in Unterhose. Ja, okay. Egal, alles ist gut. Alles gut. Ah, die junge Shiria. Konntest du die Schwachstellen deiner Gegner finden? Wenn du es mit einem Gegner zu tun hast, der aus der Entfernung angreift, kannst du dich nicht einfach vor ihn hinstellen und mit Pfeilen beschießen. Das wäre ein hirnloses Kräftemessen. Dein Wissen ist es, das sich dem Gegner überlegen macht. Ein durchdachter, kraftvoller Schuss oder die gezielte Behinderung des Gegners. All das bewirkt mehr als ein ganzer Regen drauf losgeschossener Pfeile. Okay. Bevor nur zu dieser Erkenntnis bist du mit Sicherheit schon gelangt. Ich hoffe, bevor das letzte deiner Ziele zu Boden gegangen ist. Lai Silver, kommt doch mal her. Was meint ihr? Hat das Mädchen genug Talent zur Waldläuferin? Sieht nicht schlecht aus, würde ich sagen. Sie schießt gut und ist begeistert bei der Sache. Hallo, ich bin Lai Aliapo. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin seit 2 Jahren in der Gilde als Lehrling wie du. Du scheinst ein Gespür für den Bogen zu haben, aber nur ein guter Rat. Pass auf, dass du vor lauter Konzentration nicht völlig die Umgebung vergisst. Das könnte gefährlich werden. Mich zum Beispiel hast du vorhin gar nicht bemerkt, oder? Als du voller Eifer auf Mikroschuhjagd warst, ich war ganz dicht hinter dir. Nein, warst du nicht. Völlig die Umgebung vergessen, dass gerade du das sagst, meine Liebe.
Okay, das ist ein Kriegsamiga. Und du Mädchen, du schießt wie ein Fungus mit Fäustlingen. Sieh dir nur mal deine Haltung an, völlig verdreht. Beim Schießen spreizst du den Ellenbogen ab, als ob er mit dein Geistung eingerieben wäre. Und dann zitterst du deine schwachen Fallchen am Ziel. Ja. Mit einem Wort erbärmlich. Lucian, nimm dieser Dilettanten den Bogen ab. Ist besser für uns alle. Okay. Ich habe dir schon immer gesagt, lass keinen von diesen Fremden in die Gilde. Was willst du? Was willst du deine Zeit verschwenden? Sie verstehen den Geist des Bogenschießens. Hui, was für Zeiten. Ich weiß gar nicht, was ich hier noch mache. Ja, dieser arrogante Klotz ist Silver. Leider unser Kollege. Er war früher bei Nausikaa Shaar und glaubt, er sei der Größte. Ja. Ich hoffe, du nimmst sein dummes Gerede nicht ernst. Der ist nämlich zu jedem so ständig. Der Weg des Bogens? Das Ziel atmen. All dieses hochtrabende Zeug davon reden, die Erlschaften ständig, die sind alle. Na, na, Lei. Ich weiß, die Erlschaften sind ein stolzes Volk. Das wirkt auf viele überheblich. Aber man kann alles auf mehrere Arten sehen. Der Vergleich ist zwar etwas plakativ, aber denk nur, welchen Unterschied es macht, wenn du beim Schießen mit dem falschen Auge zielst. Die Welt, die du siehst, ist dieselbe und doch unterscheidet sich das Ergebnis gewaltig. Ich will sagen, es kommt immer auf die Perspektive an. Dann das Sehen ist unser wichtigster Sinn. Überall im Leben. Irgendwas stimmt gerade nicht mit der Ding. Du verfügst über den richtigen Blick, Iria. Und deswegen möchte ich, dass du dich weiter als Waldläuferin übst. Viel Erfolg. Natürlich bleiben wir ja natürlich bei der Sache, denn er ist wirklich arrogant und nicht nur überheblich, er ist wirklich ein Kotzbrocken. So. Und wir sind jetzt schon Level 7. Das heißt, wir laufen nicht mehr nackt rum. Yay. Lana, sag doch mal, das sieht. Ja, okay. Die Schuhe, ne? Aber Leute, kommt. Das sieht doch jetzt mal viel besser aus als vorher. Wenigstens ordentliche Kleidung. Leider machen Leute. Also, jetzt aber gehen wir jetzt erstmal zu Mion oder keine Ahnung und geben erstmal die Story-Quest ab. Und dann müsste ich einmal gucken, wie lange wir hier schon aufzeichnen. Och ja, wir machen jetzt erstmal 40 Minuten, weil aus dem Grund schon, weil morgen ist ja das Event. Und ich weiß nicht, auf welchem Level das ist, und ich glaube, weil das findet eigentlich hier statt. Und da will ich halt gucken, ja, wie das, was ich dann machen muss, weil ansonsten muss ich dann das auch einen Tag verschieben. Das zu machen, geht ja dann nicht anders. Jo, Mion. Mion, 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 Mion. Hallo? Schön, dich zu sehen. Hast du deinen Rundgang durch die Waldstadt beendet? Die drei Orte, die du besucht hast, werden eine wichtige Rolle in deinem Leben als Abenteurerin spielen. Okay, ich muss jetzt noch ein bisschen leise sein. Hast du dir auch die Zeit genommen, den Bewohnern der Stadt mit ihren Problemen zuzuhören? Ich kann dir gar nicht genug betonen, wie wichtig die kleinen Taten für eine große Karriere sind.
Schließlich musst du zunächst Erfahrung sammeln, bevor du das Schicksal Euseas prägen kannst. Jawohl, und wir kriegen ein bisschen Geld. Erfahrung. Ja, Geld und Erfahrung. Nochmal. Und natürlich haben wir hier schon wieder zwei Quests. Eieiei. Aber erstmal sprechen wir mit Junzi, Alter. Mal gucken. Ui, das ist schön. Die Fische. Neue. Naja, wäre schon schön, wenn man es in die Beine kriegt. Aber egal. Alles zu seiner Zeit. So. Warst du schon mal am Stubben? Der Stubben liegt direkt vor der Stadt hinter der Blaudachspforte. Dort bildet die Bruderschaft der Morgenviper ihre Soldaten aus. Einer der Ausbilder, den ich kenne, ist immer auf der Suche nach Unterstützern. Er heißt Galfried und er freut sich sicher, wenn du dich bei ihm vorstellst. Der Wald ist heutzutage alles andere als sicher. Ich rate dir, den Weg keinesfalls zu verlassen. Jawohl. Ja. Judy. Celestine. Proviantlieferung. Amperin Celestine scheint eine Lieferung für den Stuben in Auftrag geben zu wollen. Okay, nehmen wir gleich mit. Hey du, wenn du Zeit hast, darfst du mir helfen. Ach, ich darf. Hier, das Proviantpaket mit Dörrfleisch und anderen Leckereien muss zum Stuben. Kannst du das erledigen? Ich habe zwar den Auftrag angenommen, aber so ein Kinderkram ist echt unter meiner Würde. Verstehst du? Das kann eine Anfängerin wie du erledigen. Die Belohnung kannst du dafür einsacken, klar? Dann mal los. Also das ist das, was an meinem in der Pikiniergilde, dass es die Leute sind, die nicht wirklich viel gemacht haben, auch nicht vom Level her. Naja, okay. Oh, na, da können wir wenigstens das allergische Bronze. Der Abenteuer-Katastrophe in Mions Hexenstübchen hat versehentlich einen Metallbeschlag aufgesammelt, der zurück zur Flüsterheimstallung gebracht werden muss. Na, bitte. Das ist aber mit komischem Muss. Das sieht eher wie ein kleiner Metallbeschlag oder so aus. Aber was hat der unter den Nüssen zu suchen, die ich bei der Flüsterheimstallung gesammelt habe? Merkwürdig. Den zu essen wäre auf jeden Fall ungesund. Wahrscheinlich wird er noch gebraucht. Aber so vollgefressen wie ich bin, habe ich keine Lust mehr, extra wieder zur Stallung zurückzugehen. Kannst du den Metallbeschlag für mich dorthin bringen? Der Weg dorthin ist nicht ganz einfach zu finden, aber Barna unten an der Gelbschlangpforte kann dir erklären, wie du zur Stallung kommst. War doch da erst. So Leute, wir gehen mal die schöne Nacht auf Gender Eosea ist es jetzt nach. Und dann machen wir uns mal eben Stick. Und dann würde ich einfach mal vorschlagen, dass ich jetzt hier heute, ich guck mal gerade, wie lange wir jetzt hier aufnehmen, weil wir haben jetzt auch 22 Uhr, wir haben noch 2 Minuten. Ja, dann werde ich erstmal hier einen Cut machen. Ich werde hier auf einmal, auf jeden Fall hier morgen, Entschuldigung, ich werde dann hier einfach morgen dann weitermachen. Und natürlich, wenn ihr das seht, ist es halt ein bisschen etwas vergangen. Ich werde schon gucken, dass ich ein paar Videos schon hochlade, wie das Intro von ARR und auch direkt danach das andere. Und dann werde ich gucken, dass ich dann ein paar Videos schon mal hochlade, dass ihr da fast zeitgleich da, ja, was soll ich sagen, die
in das Geschehen reinkommen. Aber naja, ach ja, Nebel. Ja, wie gesagt, auch die Eris. Ja, Erisa ist, die mag ich lieber als Tifa, ja, aus Final Fantasy VII. Ja, aber wie gesagt, ich sag jetzt mal auf Wiedersehen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye bye. Ja, und ein Abo wäre nicht schlecht, also ihr könnt mich abonnieren. Und ein Däumchen nach oben und ich würde mich auch trotzdem freuen, wenn ihr einfach einschaltet und das Video anschaut. Ich sage auf jeden Fall mal Tschüssi.